Ja, ich weiß. Ich laufe schön ins Wetter. Das ist aber normal. Ich wog bald 50. Mit 50 hat die Frau gesagt, müsste ich mal wieder nachlösen. Das ist wie mit dem Auto. Man ist in der Kontrolltechnik. Dann bin ich mal feilwohl ins Spital gegangen am Morgen. Eine Prise de Sangret. Schlüsch hinten und vorne. Besser gesagt, zuerst vorne und noch hinten. Geschmackshalber, nennt's mal. Ach, darauf bin ich noch zum Hausdoktor gegangen, feile wohl. Und bin verdammt krank, wie es euch rausgekommen. Katastrophe. Oh. Excusez, ich muss meine Lexomil nehmen. Lexomil, ja. Der Moral hebt einen ab, Alter. Ja, der Doktor sagt, was nicht mehr essen sollst, Alter. Eine Meter lange Liste hätten wir kennen. Dann haben gesagt, der Doktor, es wäre vielleicht einfacher, ich sag mal, was ich noch essen darf. Dann hätten wir so kleine Kassenzettel gern, du. Und verdammt mit dem, was da drüber gestanden ist, wie. Am besten du geh in den Garten und warte, bis das es wächst. Apparemment, was gut soll sein für mich, ist Kaviar und Champagner. der Doktor, der weiß nicht, dass ich nicht Sarkozy, Ayo, Mario oder Rajadati heiße. Eh? Ich bin um ein SGG. Du weißt, was ein SGG ist, ja? Eh? Ein säugewöhnlicher Gingeli, ja? Eh? Ich hab's aber noch durchprobiert. Ich hab mir ein paar Linsen auf ein Biskottel geschmiert. Und hab Shampoo mit den Zügen getrunken. Das ist halt nicht selber. Bin zweiter vom Kabinett im Iran. Wie? Ich hab noch nicht abgenommen. Ja, nein, das sind die Fäden, die Sirabler. Je weniger du isst, je mehr nimmst du zu. Und das Trinken? Jösses Gott, das Trinken. Der Doktor hat gesagt, nur noch Wasser. Schläfe. Schläfe. Nur noch Mirabelle Wasser gewünscht. Der Doktor hat gesagt, kein Glas mehr. Schläfe. Du bist auch schon 50, ja? Ja, nur noch aus der Flasche getrunken. Ja. Nein, der Doktor hat gesagt, nur noch Milch. Jede Viertelstunde Schluck. Drum laufe ich rum mit dem Rahmhäfel, Alter. Hops, ist einfacher, wie wenn der Kühe mit der Schlange. Excusez, ich müsste pro Sack nehmen. Ist es aber. Nur her muss ich eine Kabine finden. Bei das triebt, Alter. Ein Schneier, Säser, Nussebrot, ein Kiebel. Oh, verdammt. Und selbst darf ich nicht denken. Ich expliziere es. Ich darf an nichts denken, wie man Freude macht oder wie mich aufregt. Schon geschwellt wie es. Jetzt habe ich verstanden, warum dass ich mit den Schlipferl herumlaufe. Das Phänomen ist mir mal aufgefallen, wie ich eine Promenade vorwärts wollte. Ich habe mir eine Baske angezogen, nicht? Und bin da auf vorwärts gekommen. Und wie ich auf vorwärts gekommen bin, sei wie begonnen, der neue Polizei war. Oh nun, okay. Ich hab gemeint, da schon als Tourist. Der Barracuda und seine Kumpels wieder rumpöbern. Du, wenn ich bedenke, vor 15 Jahren haben wir eine Stadtbulle gehabt auf einem Mobilett. Heute haben wir vier oder fünf Sheriff im Cut wieder rumtirmeln. In 15 Jahren haben wir ein Regiment Soldaten mit Panzerrüstungen, Libyen oder Ägypten. Und wenn einmal deine Waben richtig anlöst. Sie haben sogar ein GPS drin. Aber wenn sie mal die Marine mich finden, weil, dann drücken sie auf den Knopf. Alle Maison.
Dann kommen sie direkt wieder an, ne? Ja. Also, wie ich das gesehen habe, sind wir die Schulbändel gegangen. Ja, dann bin ich wieder gegangen, meinen Brummnagel mal auf, nicht am Oder. Also, die Leute verstehe ich nicht, nicht am Oder. So lange Jahre haben die gar keinen Verrusch gehabt. Vor zwei Jahren haben sie eine Erfahrung gemacht, bei einem Verrusch. Und diesen Sommer haben sie überall Verrusch angestellt. Eigentlich hast du gemeint, fast habe ich nicht im Arsch, ne? Ich habe als Mädchen geprüft, auf diese drei fahren und zurück, wie wenn ich in die Stadt wegfahre. Katastrophe, nein, dann bin ich weiter gegangen auf Eberach. In der Motor habe ich schon Schössohle verloren, gell? Na, in Eberach haben sie so ein Draht installiert, dass die Leute den schönen Schönwendelinusplatz bewundern können. Sogar wenn du mit dem Velo durchfährst, musst du bremsen. Ich lauf da rückwärts durch mit dem eigenen Jackson. Aber ich bin noch schnell ab von Eberach, weil sie schießen da. Kopf sinken zu und durch. Ja? Da bin ich in der Wolle angekommen, da nicht. Dort haben Neps gebäuert, so Schisiesel da. Ja. Ein Mikrocrash, da hat man auch schon mal so etwas gehört. Ein Mikrocrash. Im Pfaffhofenbäuer ist ein Mammutaltersheim und in der Wolle ein Mikrocrash. Sie haben es jetzt Le Petit Cordonnier genannt. Wie wenn die Kinder schon schön können machen. Ja? Die kriegen doch etwas anderes in den Nüssen. Also, so etwas. Ja. Ich bin selber da ab, Alter. Der Moral in der Hose. Also, es ist nichts mehr gegangen. Überhaupt, wie ich erfahren habe, der Kuppe wie zugemacht. Ja. Das ist auch etwas. Der Rassing wie Schissgas nachgeht. Ja, wie sollst du denn der Moral behalten? Ja? Bis hin wie abgerissen wird. Der Pfarrer wie hochgeht. Ob das ist normal, wenn bis hin abgerissen wird. Ja. Oh, das schießt er von der Gemeinde. He? Ja, es ist einer da in der Gemeinde Pfaffhofen, der macht Litschießen. Ich will ein Exempel, ja. Was sind wir jetzt am 1. November? Allerheilige, ja. Gell? Und geht man da auf den Kirchhof, gell, für Gräber zu machen. Der Schießer von der Gemeinde hat nichts Gescheiteres gefunden in der Woche vor Allerheiligen. Welche Strasse sperrt er? Kirchhof gestrahlt, Peter, voilà. Ihr kennt auch den Schießer von der Gemeinde machen. Excusez, ich muss meine Büros anfinden. Ja, das beide Steine auf. Weil ich hab nämlich schon ein Schlafbild genommen. Na ja, der Doktor hat gesagt, ich muss ein Schlafbild nehmen, dass ich die Frauen vergesse. Ah ja, mit 50. Nix mehr essen, nix mehr süffen und nix mehr da. Ich freue mich, wie der DSK das zu Weihen dreht. In 6 Minuten. Ich hab ja als Kühn schon Sättel aus. Also der DSK hat mit Hose. Darum heißt er auch DSK. Der Superkindle Figur. Ich hab nur einen gefreut bei mir im Garten. Ja, wie so ein Neger, wie der da so rumdirmelt. Da hab ich ihn gefreut. Hier, Mama, du komm mal da her. Kannst du mir kein Rot geben, weil ich habe so eine Reputation, dass man es besser machen könnte, dass das sexuelle Leben ein bisschen wieder so besser zum Vorschein kommen. Dann hat er mir es gesagt. Viermal schnell, einmal langsam. Viermal schnell, einmal. Nein, du musst nicht aufschreiben. He? Das ist ein Sketch, weißt du? Weil es am Bedeutung ist, da wird einer aufgeschrieben, da ich muss ich einen angetroffen im Matsch. Er ist mir um den Hals gibst, Alter. Er hat mir vielmals merci gesagt. Ich bin geniert gewesen, du. Also, der Mama, du hat mir noch gesagt, viermal schnell, einmal langsam. Viermal schnell, einmal langsam. Ich hab's noch probiert, he? Nach einer Weile da hat die Frau gesagt, hier steckt mir deine Neger, spring auf. Jetzt muss ich andere
Position finden verschlafen. Ich hab's probiert, ich mag nie zusammen so und den Kopf zusammen und die Hände auseinander. Oh, es ist nicht einfach, he? Bin schon zweimal ins Bett untergebuldert. He? Hat man drei Rippen geknickt, du, he? Bis wir schon kriegen. Ich schlafe mal so eng, du, so hoch. Hey, Pat, was machst du denn für Gymnastik? Salut, schau mal. Was ich will doch noch kein Moos geben, fahr vor, so ein Straßburgebäude, das langt schon. Nein, du, ich mach mal wieder gesund, weißt du, ich war jetzt mal 50, so, weißt du. Das ist echt geil. Ich geh jetzt gerade. Aber warte, ich will jetzt froh, du bist du auch schon 50 so durch. Ganz kurz, Das ist kein Problem. Bist auch geschlüsselt worden von hinten und von vorne so. Ja, natürlich, ich hab auch zum Doktor gemeint, nicht? Weil, verstehst du? Die wollen ja auch etwas verdienen. Ah ja, die arme Leute, gell. Mit 50 musst du das alles machen. Der Doktor, der verschreibt dir doch noch so ein Rezept. Ja, was machst du mit dem Rezept? Aber mit dem Rezept gehst du dir Gift. Misch ich du sitzt doch wegen seinem Blach da, nicht? Ja, na, die wollen ja alle leben, weißt du? Ja, und die ganze Medizin, dann nimmst du zu. Bist du verrückt? Ich will doch auch noch leben. Ja, wie gehst du jetzt so, ne? Ich bin jetzt in die Wirtschaft und nehme Güter an mich Seidel mit einer guten Brettstelle dazu. Mit schönen Twees. Weißt du was? Ich glaube, ich gehe einfach mit. Ich glaube, jetzt mit dem Problem. Mit dem Ding mit. Ich schütte Milch aus, ne? Nichts drin. Hast du wohl noch eine Freude, letzte Freude? Und mit dem Biberen noch. Kein Problem. Ach bon? Jeden Tag. Jeden Tag. Kommt nicht am Samstag. Nicht am Samstag. Ich habe keine Chance. Wer weiß warum? Warum? Wenn es so weißt, Wetter ist am Sonntag, weiß ich nicht mehr, was machen.